Wir deutschen Männer, wir können uns angeblich nicht mehr prügeln. Das sagt ein Gewaltforscher, Jörg Babarowski heißt er. Und er meint, wir sehen, dass Männer in Deutschland gar nicht mehr wissen, wie man mit Gewalt umgeht. Soll also heißen, wir Jungs, wir deutschen Männer sind Kampfluschen und wissen also nicht, wie wir Frauen verteidigen sollen. Anlass für diese Aussage ist natürlich die Silvesternacht in Köln. Aber ist das wirklich so? Wir haben Männer gefragt, die sich genau damit auskennen. Ein deutscher Gewaltforscher hat herausgefunden, dass die deutschen Männer sich nicht mehr kloppen können. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die deutschen Männer können sich schon kloppen. Aber das kriegen wir gleich raus. Jetzt kommen gleich ein paar. Und dann nehme ich die ersten drei einfach mal mit. Mal gucken, wer da rauskommt. Ex-Boxer Axel Schulz ist Talkgast bei einer Sport- und Business-Veranstaltung in Berlin. Aber für dieses Thema nimmt er sich selbstverständlich Zeit. Eine Frage der Ehre. Also, wer seid ihr denn überhaupt? Ich bin der Didi aus Bayern. Und hast du dich schon mal gekloppt? Vor 14 Tagen auf Schalke beinahe. Du bist? Ich bin der Jan aus Bielefeld. Sportmäßig, naja, ich studiere, da lehne ich mich ein bisschen zurück im Moment. Okay, hast du schon mal gekloppt auf der Straße? Nee, noch nicht bisher. Oh, aber da haben wir den ersten. Und du bist? Ich bin der Michael aus Duisburg und sportlich nicht mehr allzu aktiv. Jahrelang Fußball gespielt, jetzt mehr von der Couch aus ein bisschen zappen. Und einen Ball verschluckt, da? Einen kleinen, einen ganz kleinen. Aber gekloppt hast du ja auch schon mal früher. Das war ja bei uns noch, als wir noch jung waren. Genau. Jetzt da war das ja gang und gäbe, wa? Richtig. Aber ja. Ihr würdet eure Mädels verteidigen. Ja, auch fremde Mädels? Nein, Mädels immer. Das behaupten sie jetzt. Doch wenn der deutsche Mann wirklich in so eine Situation gerät, wie zum Beispiel in der Kölner Silvesternacht, sieht es oftmals anders aus, weiß Bodyguard und Selbstverteidigungsexperte Ahmed Mohamed. Ausländer hat immer ein Messer dabei. Also zumindest sage ich mal 60% sind bewaffnet. Der Deutsche sagt sich, bevor ich ein Messer abbekomme. Ich überlege auch oder würde auch überlegen, was kann passieren und das Umfeld beobachten. Und wenn da keiner wäre, der helfen würde, ich weiß wirklich nicht, ob ich da eingreifen würde. Die Wegschaumentalität gibt es leider schon. Das ist auch bei Unfällen. Wie viele fahren an einem vorbei und könnten jemanden retten? Das ist genau dasselbe Thema. Und wenn das auf einmal kommt, das könnte einen auch ziemlich überrumpeln, dass man dann einfach nicht weiß, was man machen soll. Ja, was wäre wenn? Die drei Männer dürfen nun bei Profiboxer Axel Schulz zumindest schon mal ihre Schlagkraft unter Beweis stellen. Wow, ja, reicht. So, super, na, sag mal. Also du bist schon mal angenommen, glaube ich. Ja, du würdest da. Die Frauen müssen verteidigt werden. Du bist, glaube ich, ein Jutta, ja? Kann die Jugend da mithalten? Du bist dran. Auch rechts. Auch rechts. Aber treffen. Okay, da. Wir üben noch, aber ja. Power ist drin, Power ist da. Das ist ja schon mal ein Anfang. Los, wir testen aus. Ja, so. Ey, oh, hallo. Na, sag mal. Was im Ernstfall zu tun ist, weiß Ahmed Mohamed. Ich würde dem deutschen Mann empfehlen, einfach so zu sein, wer er ist, cool und relaxed. Am besten so zu tun, als diese Frau, die gerade belästigt wird, dass sie seine Freundin ist, in den Arm zu nehmen und mit den Jungs anlächeln und einfach mit den Mädeln mitgehen. Phase 2, kommt der Schubser. In dem Moment, wenn der Schubser kommt, dann muss ich reagieren. Dann muss ich reagieren, aber natürlich darauf achten, wie die anderen auf mich los tun. Das heißt, es gibt dieses normale Motto, hau den Führer kaputt, dann rennen die anderen weg. Und wenn nicht, Axel Schulz hat einen Tipp, den man nicht von ihm erwartet. Ja, ich glaube, was immer ganz gut ist, eine Backpfeife, weil damit rechnet keiner. Man rechnet damit, dass da irgendwann eine Faust kommt. Eine Backpfeife ist, glaube ich, schon mal zum Wachrütteln, glaube ich, ganz gut. Natürlich gibt es kein Patentrezept, gewaltsamen Situationen zu begegnen. Wichtig ist, sich aber schon im Vorfeld mal darüber Gedanken zu machen. Ich kriege vor jeder Boxsendung auf und Axel Schulz eine Backpfeife, dann sind wir wach und dann kann es losgehen. Also, wie sehen Sie das mit diesen Tipps? Und vor allem, glauben Sie, wir deutschen Männer können uns wirklich nicht mehr prügeln? Sind wir Luschen? Schreiben Sie uns doch gerne dazu auf unserer Facebook-Seite, dem Diskussionsforum am Morgen. Ja, gemacht ist das halt, dass meine Füße jetzt leider so aussehen. Das heißt also, sie sind deformiert. Ich habe jetzt hier so eine Ausbuchtung und das ist also wirklich sehr schmerzhaft.